Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 21. Spieltag. Wir sind mittlerweile beim Sonntagnachmittag angelangt und da spielen die Hertha aus Berlin gegen den SC Freiburg und ich bin mit den Freiburgern zu Gast bei Robert. Hallo. Und dann geht's los. Torschützenkönig Nils Petersen, Junge. Ach ja, sah blass aus am Wochenende. Na gut, da hat er ja auch keine Chance haben können. Jetzt haben die Dortmunder ja wieder entschieden, wieder Fußball zu spielen. Sagst du. Wie man in unserer YouTube-Aufnahme ja eindeutig sehen kann. Ja, die Prognose ging etwas daneben, das gebe ich zu. Aber macht ja nichts. Dafür hatten wir schon jede Menge Prognosen, die gut hingehauen haben. Ja, ist richtig. Und das ist den Leuten auch aufgefallen. Wir haben schon das öfter. Was ist der denn da? Wir haben schon des Öfteren Kommentare gehabt, die gelobt haben, dass da fast alle stimmte. Was jetzt eigentlich mit diesen Listen hier von wegen mal gegen Zuschauer spielen? Ja. So. Kommt noch. Das müssen wir dann tatsächlich dann machen, wenn es für uns halt auch ein bisschen planbarer ist. Mhm. Weil wir haben es jetzt 2 Uhr morgens und spontan entschieden, jetzt machen wir noch was. Weil die Rest der Woche halt ein bisschen dürftig aussieht, was das betrifft. Ja. Also das muss halt etwas sein, was wir dann halt vorher halt etwas planen können. Wie viele Rote sind denn vorne? Alle. Du stürmst mit 11 Mann. Wie viele Sit-Ups schaffst du alle? Alle. Und wie viele Chuck Norris? Immer einen mehr. Ach, sag mal, ich komme überhaupt nicht... Na, hallo. Hallo. Schiedsrichter. Oh, immer dasselbe. Uiuiui. Der hat ja mal mindestens so weit am Tor vorbeigeschossen, wie er davor stand. In Metern. War das Ole Petersen? Das war Petersen, ne? Mhm. Vielleicht war es ein starker Fuß. Vielleicht war es ja nicht mal sein Fuß. Vielleicht war es Manuel Neuer. Oh Gott, ey, diese Werbung. Ah, und da kommt gleich der nächste Rote hinterher. Was hast du denn mit denen gemacht, ey? Nein, ich hab Kreis gedrückt. Was ist ein Kreis gedrückt? Hat der Finger gezuckt, scheiße. Oh nein, so eine Verschwendung. Puh. Ich kann mich nur selbst besiegen. Ja. Ja, also nochmal zurückzukommen auf die Manuel Neuer Werbung, die ist unerträglich. Die ist unerträglich? Ja. Was? Das ist einfach... Was ist denn jetzt? Wenn ich mir vorstellen müsste, dass meine Frau sich in Manuel Neuer verwandelt, ey, ist Ted direkt auf dem Sofa noch ein Blutbad geben. Und das mit bloßen Händen. Ja, sicherlich. Das ist... Nee. Wie unglaublich überrascht du auch sein musst, wenn auf einmal so Manuel Neuer neben dir sitzt. Im Fußballdress mit Torwarthandschuh. Richtig. Aber offensichtlich mag das Manuel Neuer. Ich glaube, der hat nie was anderes an. Nee. Der macht er zu Hause im Bett genauso. Ja. Der geht mit Strümpfen und Torwarthandschuhen ins Bett. Ja. Der geht auch schwimmen. Ja. Mit der kompletten Ausrüstung. Er kommt ja jetzt hier. Der muss er auch. Der hat ja Schwimmen heute zwischen den Zähnen und dann möchte er ja nicht, dass die Leute das wissen. Ach so. Kleiner Mutant. Und damals in Waterworld sind die ja noch gejagt worden. Oder bei X-Men. Ja gut, wenn Mutanten dann so schrecklich sind, dass sie Manuel Neuer sind, dann muss er auch schon. Mann, sind die langsam. Scheiße. Ah, nee, hat das Gleichgewicht verloren. Ja, der hat einen Foul gepfiffen. Hat er einen Foul gepfiffen? Ich glaube. Wo ist denn eins passiert? Nee, du hast. Mike Franz hat gerade gelb gekriegt. Ich hab. Was? Was? Für was? Und jetzt wird es nicht mal mit Einwurf? Was? FIFA, hä? Alter, warum ist denn der so langsam? Oh, ich hatte doch. Oh,
Wir wissen alle, dass es sein musste. Aber man hätte ja wenigstens mal eine Karte dafür zumindest in Erwägung ziehen können. Was ist denn das? Ach, das gibt's so nicht. Oh. Das Joker. Hätte im Leben nicht passieren können. Der Joker. Wer ist es denn nun? Ich hab's immer noch nicht gesehen. Na, das ist der Schein. Ach, die, ah! Den sie hier von Düsseldorf geholt hätten. Alter Schwede. Durch die Beine. Durch die Beine. Oh. Ekelhaft. Bam. Bam, Junge. So ein Feuerball. In your face. In your face. Danny Schein hat's gemacht. Ja, ist ja jetzt gut. Ich freue mich ein bisschen, Danny. Mhm. Ach, den hier, wer ist das? Oh nein. Oh, die haben ein Passspiel, das funktioniert richtig gut. Spiel doch gleich, Mensch, du hast keine Zeit, du liegst hinten. Hand. Ja, ich sage, die Regelauslegung hier ist so ein bisschen wie Adidas Power Soccer 96. International Superstar Soccer Deluxe. Nee. Ach nee, warum schaffen wir es heute, keine schönen Tore zu schießen? Ich weiß es nicht. Du hast von vornherein zu viel Druck aufgebaut. Bezüglich was? Na, bezüglich deiner Torrückblicke oder. Ach so, ja, ich hätte das jetzt vorher nicht verraten sollen. Ja. Okay, ich verstehe. Ja, aber die schönsten Tore schießen wir eben in der zweiten Liga. Stimmt. Ja. Und genau zu der geht's jetzt hin. Warm geschossen haben wir uns in der ersten. Ja. Ja, mit dem Fußball, für die sich keine Sorge interessiert. Und jetzt kommen wir mit den hochgerannten Aue. Und. Mein Traumverein. Bin auf dem Zehner in der zweiten Liga, warum fällt mir jetzt nur Aue ein? Du musst doch weiter unten, muss es doch noch was geben. Okay, unter Aue kommt natürlich nichts weiter. 1860 München, genau. Ja. Heidenheim. Na gut, die spielen ja mittlerweile oben mit. Braunschweig, FSV Frankfurt. Oh, die ganzen Hochkaräter. Wo sie uns millionenfach klicken und zugucken wollen. Ja, richtig. Kaiserslautern darfst du nicht vergessen. Kaiserslautern, natürlich nicht. Ja. Gut, also wie gesagt, ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Robert. Gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Liga wieder. Bis dahin, Tschüssikowski.